5, 4, 3, 2, 1. Und herzlich willkommen zurück auf Football. Willkommen zur Karriere des SG, der SG Dynamo Dresden Karriere. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video im Vorab schon mal gefällt, lasst gerne ein Däumchen da, wenn das noch nicht getan. Abo, wie gesagt, würde ich mich sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, da ich das Video. Den Karrieremodus kaum noch streame, dachte ich mir so, ja, ich habe momentan eh nicht so die Videos, die ich hochlade, außer den Epic Icon Cup noch, da der Ochsen Cup ja abgebrochen wird, dachte ich mir einfach, ja, weil ich sie jetzt mal nennen, Dresden-Karriere-Folge. Wie gesagt, wir können ja mal auf den Spielplan gucken, gegen wen es als nächstes geht. Und zwar geht's im Viertelfinale, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Viertelfinale gegen den VfW Wolfsburg und gegen Borussia Mönchengladbach. Und ja, mal gucken, was das Ganze in dieser Folge heute bringen wird. Wie gesagt, wir sind noch in den letzten 10 Stunden des Transfer Deadline Day. Machen wir auch noch fertig. Das ist unsere Mannschaft. Also ich habe jetzt nicht das, oder ich sag mal so, ich will eigentlich nichts dran machen, weil wir nur 5,2 Millionen haben. Deswegen bringt das eigentlich nicht, jetzt hier noch was zu machen. Mal gucken, was unsere Spieler wollen. Julian Green, danke fürs Zuhören, für die Spielzeit, wenn sie mir öfters einsetzen. Okay. Ja, wenn es darauf ankommt, sehe ich auf jeden Fall auf ihn. Hier haben wir noch Stillstand. Oh, weg damit. Können wir mal gucken. Das wäre zentrale. Naja, gut. Haben wir alles. So, deswegen machen wir die 10 Stunden auf ganz entspannt runter. Ja, es wird euch trotzdem die, dass wir das jetzt nicht so öfter streamen. Wie gesagt, ich bin momentan Ultifieber da, die Trotzzeit raus ist. Deswegen bringe ich den Dresd-Karriere-Modus, wie gesagt, als Video. Und hier gibt's, glaube ich. Okay, Hemline müsste uns den Vertrag noch verlängern. Machen wir das noch schnell. Ja, also wie gesagt, wenn euch das trotzdem gefällt, dann lasst gerne ein Däumchen da. Und wenn das noch nicht getan, Abo. Wie gesagt, es kommen auch nice Videos. Wie gesagt, könnt auch gerne Videovorschläge unten in die Kommentare ballern. Ich lese mir die Kommentare, wie gesagt, aufmerksam immer durch von euch. Also schreibt dort gerne ein paar Kommentare rein. Und ja, würde mich freuen. Ich würde sagen, 3 Jahre nochmal. Und das geht da ein. Freigabesumme übergeben wir. Und den Bonus entfernen wir und dann senden wir das ab. Na okay, will noch ein bisschen mehr haben. Nehmen wir natürlich an und dann bleibt er dann trotzdem uns erstmal treu, da wir in der ersten Bundesliga sind. So, gehen wir weiter und simulieren die letzten restlichen 8 Stunden noch hier. Und dann bin ich gespannt, wie die Mannschaft gegen den VfW Wolfsburg heute auftreten wird im DFB-Pokal. Ihr habt ja auch die Karriere-Streams gefeiert, deswegen dachte ich mir, ja, komm, jetzt bringst du mal ein Video und ich hoffe, dass es bei euch gut ankommt. Chris Löwe lehne erstmal ab. Oder da haben wir noch 4 Stunden. Das einzige, wer abgegangen ist, ist wohl Niklas Größer. Und somit ist die Transferphase auch abgelaufen. Wagnermann lehnen wir natürlich ab. Bewegt man. So, jetzt geht's rein ins DFB-Pokal. Na, es dreht sich nicht alles um dich. Magnowald, du kriegst natürlich deine Chance, wie gesagt. Und na, Dream Green ist unglücklich, aber wir haben so eine starke Mannschaft, deswegen ich will jetzt eigentlich hier nichts groß verändern und deswegen würde ich sagen,
gehen wir mit diesem Team rein ins erste Game. Let's go! Ja, Jungs, und nun ist es soweit. Pokal steht an, Dresden gegen den VfL Wolfsburg. Es geht von links nach rechts. Und zwar haben die Dresdner Anstoß, aber Wolfsburg hat den ersten Angriff über Joao Victor. Joao Victor mit der Flanke, die Hemlein blockt, erster Eckball, Wolfsburg. Arnold bringt die Ecke. Arnold, aber Dresden kann erstmal klären. Vielleicht der schnelle Gegenangriff, aber Wolfsburg kommt nochmal wieder über Joao Victor, der im Duell gegen Wagnumann, der gewinnt das Ding und jetzt schaltet Dresden schnell um. Hornwirt, Sascha Hornwirt, der zündet den Turbo, den kriegt kein Wolfsburger mehr. Hornwirt, Hornwirt, starkes Auge für Schmidt, klasse Passer, Jay ein Stück so langsam. Die erste dicke Möglichkeit für die Dresdner. Wolfsburg kann den Ball erstmal ins Aus klären. Und nun hat Dresden die Möglichkeit, sich neu zu sortieren. Die Balllage Husbauer raus auf Wagnumann, der mit dem Pass in die Mitte, aber Wolfsburg hat geklärt und dann sind wir in der, springen wir in die 60. Endwort. Jay hat die Chance. Jay, starker, langer Pass. Jay, Pfosten! Dicke Möglichkeit, Dresden, der Nachschuss bringt auch nichts ein. Weiter geht's in Minute 67. Nochmal Dresden. Ebert. Schmidt. Schmidt. Und jetzt geht's Özdemir. 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 Das gibt's doch nicht. Nächste dicke Möglichkeit. Die bringt nichts ein. Die Verlängerung bringt nichts ein. Und somit muss das Elfmeterschießen her. Das Einzige, was wir hier vor diesem Elfmeterschießen ist, ändert das AJ. Als zweites für Hemlein schießen wird. Das vielleicht ist das eine gute Idee. Wir werden es sehen. Dresden fängt an mit Ebert. Ebert. Ganz sicher. 1-0 Dresden. Nun Neres. Neres. Unsicher. Brollelt. Und nun Castells. Mit der Chance. Castells drin das Ding. Und weiter geht's und auf Wolfsburg trifft. Nun geht's Julian Green. Und drin das Ding. Weiter geht's Wolfsburg. Nächster Chance. Och, Junge, Junge, ist der sicher. Der ist ganz sicher. Und jetzt hat Gollnack die Möglichkeit, alles klar zu machen. Gollnack macht ihn. Und somit muss Broll nur noch reiten. Und dann steht Dresden in der nächsten Runde des DFB-Pokals und Broll hält ihn und Dresden steht in der nächsten Runde des DFB-Pokals und wir sind darauf gespannt, wer uns dort begegnet. Danke, dass ihr direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen seid. Na, bitteschön. Ja, er muss noch ein bisschen Geduld haben. Wir haben heute ein umkämpftes Spiel gewonnen, deswegen er war auch nicht für meines Erachtens hier nach an der richtigen Stelle angebracht. Ja, das Team hat es einfach verdient. Wir haben stark gespielt und mindestens in der Elferschießen halt Glück. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Heute war das Glück auf unserer Seite. Ja, wir hätten treffen müssen, wir hatten die Chancen, aber am Ende sind wir jetzt auch glücklich über das Elfmeterschießen gewesen, da wir das gewonnen haben. Und ja, bitteschön. Ja, Jungs, zurück angelangt, das nächste Spiel ist gegen Gladbach, gegen den Tabellensechsten. Und wir Tabellenzweiter mit der SG Dynamo Dresden hinter dem FC Bayern München, der immer noch auf Platz 1 spielt. Entschuldigung, wir noch auf jeden Fall mal weiter so. Und wir gehen gleich weiter Richtung nächstem Spiel. Erstmal noch die Finalen abchecken.
Sack. So, Gladbach heißt der nächste Gegner und wir werden ein bisschen was verändern. Und zwar kriegt Julian Green sein Startelfdebüt und ja, das ist die einzige Änderung, die hier vonstatten geht. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir rein ins zweite und letzte Spiel für heute. Let's go! Ja, Jungs, endlich ist es soweit. Es steht an, das Bundesligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Borussia München Gladbach. Wir müssen das Ding gewinnen. Und jetzt heißt es nun Action. Zwischen der VfL, zwischen Gladbach und Dresden. Nach dem souveränen Sieg der Dresdner nach Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg heißt es nun Liga, aber weiter geht's. Broll hat den Ball. Broll rüber auf Ago. Cool ist den Ball liegen. Schön Ebert. Dresden raus. Schön rausgespielt. Stark gemacht und jetzt Özdemir kriegt den noch gerade so auf Patrick Schmidt. Und Jan Sommer mit der ersten Parade. Flanke jetzt. Schöne Flanke, aber der Kopfball bringt nichts ein. Wir springen in die 44. Minute, wo Dresden erneut gefährlich vors Tor kommt. Julian Green mit seinem Startelf-Debüt macht das bisher gut. Schmied. Hinter auf Ebert nochmal. Ebert raus auf Ajay. Der schickt Green lang. Julian Green sieht in der Mitte Patrick Schmidt 1-0. Dresden führt in Gladbach. Unglaublich. Was ein schönes Ding. Weiter geht's nun. Zweite und Abpfiff. Pause. Zweite Hälfte nun. Gladbach. Gladbach! Last-Minute-Ausgleich! Last-Minute-Ausgleich in Gladbach! Wo geht's denn sowas hier? Sowas hier. Ja, das ist unglaublich. Gladbach schafft tatsächlich noch den Ausgleich. Ist das bitter für Dynamo Dresden. Die haben sich so viel vorgenommen in diesem Spiel. Und nun gibt's noch sowas. Also jetzt geht's los hier. Aber Dresden munkelt sich nochmal auf, verliert aber direkt den Ball. Jetzt vielleicht nochmal Gladbach. Drehen sie vielleicht noch das Spiel. Sieht nicht so danach aus. Wir spielen sie herunter. Janschke nochmal. Ne, das war's. Dresden spielt unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Er muss immer noch Geduld haben. Aber was sollen die fragen, ey? Ich versteh's nicht. Das fragen sie mich jedes Mal nach dem Spiel. Hören Sie eigentlich damit auf zu fragen. Danke. So ist halt Fußball. Es kann alles passieren. Gladbach hat auch in der zweiten Hälfte ein bisschen stärker gespielt und deswegen geht halt das Unentschieden, ist das Unentschieden gerecht, finde ich. Ja, die Jungs waren müde von dem starken Viertelfinale im DFB-Pokal, deswegen mache ich der Mannschaft keine Vorwürfe, wir haben das Beste rausgeholt. Ja, yes, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Deshalb lasst gerne ein Däumchen da, lasst es mich spüren. Gebt natürlich ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert gerne die Glocke. Und ja, wie gesagt, wenn ihr weitere solche Videos seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Was wir noch so für Videos bringen, schreibt es alles in die Kommentare, wie gesagt. Und ja, ich würde sagen, das war's von mir. Macht's gut, warte rein und ciao.